Ja, bei Fisch und Kohl, das ist auch eine spannende Variante. Da fällt mir eigentlich spontan ein, das sehr gut passt dazu, entweder Spitzkohl, aber auch ein Chinakohl passt toll dazu, den man einfach blättrig schneidet, ganz scharf zum Beispiel in einen Wok anbrät, rausnimmt, dann ein bisschen nochmal Olivenöl dazu packt, ein bisschen frischen Ingwer, ein bisschen Pommery-Senf, den Kohl wieder reingibt, Butter dazu, zwei, dreimal durchschwenken, mit Salz und Cayennepfeffer würzen. Und dann kann es auch schon losgehen mit dem Essen.